gefährlich soll Milch sein? Milch ist laut Professor Bodo Melnick ungesund. Osnabrück, wer zu viel Milch trinkt, lebt ungesund. Darüber streitet die Wissenschaft seit langem. Jetzt meldet sich Bodo Melnick, Professor für Ernährungswissenschaft an der Universität Osnabrück, zu Wort und erklärt die Fakten immer mehr dringend durch, dass Milch nicht so gesund ist, wie es über Jahrhunderte im Volksmund hieß. Aber ist jedem bewusst, was er seinem Körper womöglich antut, wenn er oder sie Kuhmilch trinkt? Bodo Melnick, Professor für Ernährungswissenschaft an der Universität Osnabrück, ist einer der größten Kritiker des Getränks. Es sei extrem bedenklich, Kuhmilch zu konsumieren, schreibt er auf Businessinsider.de. Milch ist kein Produkt, sagt er im Magazin Vegan World. Demnach sei Milch eine hochkomplexe Signalsubstanz zur Versorgung eines Neugeborenen. Diese Signale aus der Milch sagen nur eins: Wachstum. Man könne sie auch als eine Art Doping verstehen. Das klingt gar nicht so unlogisch. Nach dem Abstillen müsse das Milchgeben enden, erklärt Professor Melnick. Alle Tiere hören dann damit auf, nur der Mensch nicht. Wenn du Milch auch später trinkst, wird nach Aussage des Osnabrücker Professors ein Signal an den menschlichen Körper ausgegeben und dieses ziele auf Wachstum ab. Für Neugeborene macht das Sinn. Den Körper eines Erwachsenen aber weiterhin? Zum Wachstum anzuregen, könnte dagegen gefährlich sein. Tumore entstehen durch eine unkontrollierte Vermehrung von Zellen. Die Gefahr von Prostatakrebs erhöht sich durch Milchkonsum signifikant. Melnick erklärt das so, er stellt dazu eine Hardware-Software-Argumentation auf. Milch bringe mit ihren Aminosäuren die Hardware mit. Diesen bilden demnach die Grundlage von Eiweißen und aktivieren das Wachstum von Zellen. Etwa 250 genetische Partikel hat der Wissenschaftler in Kuhmilch gefunden. Ein hoher Milchkonsum führt unter Umständen zu einer veränderten eigenen Genetik. Welche Folgen das konkret verursacht, sei nicht klar. Die gesundheitlichen Vorteile durch Milch seien ebenso zweifelhaft, zitiert Businessinsider.de den Milchforscher weiter. Milch soll wegen des Kalziums gut für starke Knochen sein. Gegenteilige Meinungen aber behaupten, der Eiweißgehalt übersäure den Körper, wodurch das so wichtige Kalzium vermehrt ausgeschieden werde. Laut Vegan World fällt die Kalziumbilanz von Milchprodukten grundsätzlich positiv aus. Ob sich die Knochen dadurch stärken lassen, sei ungewiss. Für Risiken wie Osteoporose gibt es zahlreiche weitere Faktoren wie die eigene Genetik, Hormone oder den persönlichen Aktivitätsgrad. In einer Studie aus Uppsala steige zudem mit jedem Glas zu viel das Sterberisiko, Tag 24 berichte. Konkret handelt es sich um wenigstens 3 Gläser Milch pro Tag bei Frauen. Bei ihnen steige das Sterberisiko um 50% im Vergleich zu Frauen, die nur ein Glas Milch trinken.